Wir hauen hier erstmal alle Schüler hauen wir erstmal weg. Und dann auch noch ein Hopsboss. Das arme Hopsboss. Flammensturm. Ich dachte nicht, das war dein einziges Pokémon. Nee, da kommt noch Schmerbe. Ah, ein Schmerbe kommt noch. Ist Wasser, ne? Komm, wir gehen mal auf Knattox. Knaxel und Flamingo werden dann zwar auch ein bisschen vernachlässigt jetzt schon wieder, aber naja, müssen sie durch. Zur Not haben wir ja irgendwann noch ein paar EP-Bonbon, dann geht das alles ein bisschen schneller. Dann braucht man nicht noch, keine Ahnung, stundenlang irgendwo rumlaufen und wilde Pokémon klatschen, damit man ein bisschen Erfahrung sammelt und die schwächeren Pokémon hochheilt. Jo, wir benutzen einfach ein paar Bonbons, dafür haben wir sie ja. Molunk. Mhm. Oh, aber es ist nicht schlimm. Sollte trotzdem kaputt gehen, jawohl. Dafür sind wir hier einfach für das Gebiet hier zu überlevelt. So, dann lass uns doch mal die Ruinen hier ansehen. Da ist schon der erste Pokéball, die erste Münze. Schon wieder Münzen. Genau so machen die. Bam, ba, da, da, da. Nestball, nehmen wir noch ein paar LP mit. Dann braucht man nicht immer Geld ausgeben, um sich irgendwelche Sachen mal zu kaufen. Aber alles Pokémon hier, die wir schon mal hatten. Jetzt fragt sich nur, wo kommen wir hier hin? Waren wir jetzt hier schon mal? Ne, scheint nicht so. Hier liegt nämlich noch eine TM. Ja, damit. Konfusstrahl, okay. Ja, wir können natürlich auch einfach mal dem Weg jetzt hier folgen, oder? Und dann jetzt hier links. Dann kommen wir ja in Richtung Herrscher. Der Herrscher muss irgendwo da oben sein. Okay, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, lassen wir mal unsere Pokémon kurz heilen und uns die Belohnung abholen. Und dann gehen wir rechts Richtung Turm. Muschelglocke füllt einige EP des Trainers wieder auf, wenn dieser dem Ziel durch einen Angriff Schaden zufügt. Stimmt, das ist eigentlich so ein automatisch eingebauter Absorber, ne? Aber bei jeder Attacke. Eigentlich gar nicht so schlecht. Schnapp, schnapp, schnicksi, tanks. Oh. So. Ja, alles gut. So, jetzt gehen wir Richtung Turm. Denn da müsste jetzt auch irgendwo dann der Herrscher sein. Ja, wenn wir jetzt hier runterspringen, kommen wir dann auch wieder hoch? Ah, bestimmt. Ha, bestimmt. Bam, badam, badam, bam. Ja, auf jeden Fall hier schon mal. Oh, noch mehr Trainer. Aber wir müssen die halt einfach mitnehmen. Geht nicht anders. Boah, bei so vielen Shinuxen könnte mal irgendwie ein Shiny dabei sein. Und es macht halt auch Sinn, immer eigentlich so, nicht nur wegen der Erfahrung, diese wilden Pokémon hier wegzuklatschen, sondern auch wegen den Items und Crafting-Material, was sie dann so dadurch alles so fallen lassen. Ba, ba, ba.
Fla, bi, bi, le, le, le. Nein, ich brauche die Typentabelle. So. Ach, die Jugend. Die Jugend von heute. So, ab rauf hier. Ja, da hängt auch so ein Vieh an der Klippe, an der Kante, an der irgendwo. Hundertprozentig ist das Herrscher-Pokémon so eine Klippe. Oh, noch ein Trainer. Wie viele Trainer gibt's denn hier? Heiligsblechle. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann nehmen wir auch alle mit. Da hört man schon wieder die nächste Gespenstmünze. Oh, kleines süßes Toxel. Wir werden es flammenbaden. Das war's schon? Oh, na gut. Das war die Inspiration, die mir gefehlt hat. Okay. Hört sich fast so ein bisschen an, als wenn Philo reden würde, diese Gespenstmünzen. Oh, hat man es schon gehört? Na, hier werde ich jetzt nicht runterspringen. Ich habe hier gerade irgendwas sehr Merkwürdiges gehört. Ah, ich wollte nicht in diesen Pflanzenbock reinlaufen. Gott. Aber bis jetzt. Achso, es ist noch viel weiter da hinten. Der Weg ist doch wieder weiter, als ich gedacht habe. Wir wollen. Naja, aber auch einmal kurz gucken, was es halt bei dem Turm gibt, ne? Ba, ba, da. Ui, ein Picknick. Aber diese Klippe soll uns bitte in Ruhe lassen. Hallo Loki. Moin. Was geht? Wie geht's? Wie steht's? Wie war der Tag? Wie war. Wie. Sicher will ich mich ausruhen. Wie war der erste Tag Arbeit wieder? Macht wieder Spaß, ne? Hat einem richtig gefehlt, diese Arbeit, oder? Vermisst man immer so richtig, wenn man frei hat, ne? Weil heute. Ach, heute ist ja schon Donnerstag, ne? Stimmt. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat und arbeitet. Stimmt, heute ist ja schon Donnerstag und nicht Mittwoch. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Mikro. Weg, 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 weg. Da hinten steht noch ein Trainer. Hä? Seit wann stehen unendlich Trainer in einer Zone? Haben wir sonst nicht immer nur so 7 bis 8? Das ist jetzt gleich schon der 13. oder so. Uiuiui. Ich kann das einfach nicht ignorieren. Wenn ich sehe, da ist ein Item. Ich meine, das Item kann ich jetzt schon ganz gut ignorieren, weil das einfach zu aufwendig wäre, wieder hier hinzukommen. Genauso wie der Pokéball. Aber wenn ich sehe, dass da ein Pokéball ist und man kann da easy dann wieder, gibt es dann so einen Weg, der ist nicht weit, ne? Man kann den einfach langlaufen, dann kann ich das nicht ignorieren. Schon immer? Was meinst du jetzt mit schon immer? Kennst du noch den Glitch, um unendlich Sonderbonbons zu bekommen in Rot und Blau, wo man die, naja, es gab doch da diese, wenn man ein Pokémon auf die Box verschieben wollte und dann beim Speichern einfach ausgemacht hat.
Ja, aber worauf bezogen schon immer? Ich weiß nicht, ich weiß jetzt gerade nicht, worauf das bezogen ist. Dann konnte man doch auch immer, man konnte doch auch so Pokémon klonen. Das war Gen 3? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in der ersten Gen ging. Dann hast du den Pokémon einfach, so konntest du auch unendlich Meisterbälle. So konntest du auch zum Beispiel unendlich Meisterbälle, so konntest du alles unendlich machen. Du konntest deine Pokémon klonen, so gesehen. Und wenn die halt ein Item getragen haben, war das Item halt auch geklont. Du konntest da von jedem Item unendlich haben. Hallo, Philo. Komm her. Philo würde ich auch hallo sagen. Hallo, der Philo ist auch hier. Weil du da immer gespeichert hast, wenn du die Box gewechselt hast. Ja, ganz genau, wie ganz genau das war, weiß ich halt auch nicht mehr. Wenn du die Box gewechselt hast und wenn du dann beim Speichern einfach ausgemacht hast, war das Pokémon nach dem Neustart in beiden Boxen. Ja, irgendwie so war das. Ja. Und dann nicht nur das Pokémon natürlich, sondern auch das Item, was das Pokémon getragen hat. Philo Superstar, ist so. Und was für, aber das ist, glaube ich, nicht der Glitch, den du meinst, Simon, oder? Was für ein Glitch meintest du denn? Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass das in Gen 1 auch schon ging. Aber hundertprozentig sicher. Aber das ist dann nicht der Glitch, den du meintest. Was meintest du denn für einen Glitch? Ich glaube, mit ein Glitch mit unendlich Sonderbonbons weiß ich jetzt nicht. Sag mal, bist du besoffen? Geh die Leiter da hoch. Einen alten Item-Duplikation-Glitch, der das Item auf der vierten oder sechsten Stelle am Beutel vervielfacht? Kenne ich nicht, nee. Den kenne ich gar nicht. Was musste man dafür machen? Der Missinio-Glitch. Habe ich noch nie von gehört. Glaube ich. Philo, was ist denn los? Leg dich hin. Boah, 60 Münzen hat uns das gegeben. Geil. Das schmeckt. Ey, guck mal, das ist das große. Ist das. Nee, das ist das. Ist das ein großes Vieh? Ist das ein normales Vieh oder ist das ein großes Vieh? Oh nein! Ich hätte vorher gucken sollen, wo wir hinspringen. Scheiße. Ja, und nu? Du sprichst mit dem alten Mann, der dir Fangen zeigt. Lässt dir Fang zeigen, fliegst zur Zinnoberinsel und surfst rechts an der Küste, bis ein Missinio auftaucht, dann fliehst du. Und dann ist ein Item vervielfacht? Scheiße! Oh, ich hätte vorher... Oh, no! Können wir zu dem Turm nochmal fliegen? Oh, tatsächlich. Ja, Aussichtsturm, okay, geil. Das war der Schulhoftrick. Naja, bei uns war das halt der, den ich dir gerade gesagt habe. Das war bei uns der Schulhoftrick. Den habe ich noch nie gehört, nee. Wir kannten immer nur den mit den Boxen und dann beim wenn der Speichern stand, während des Speicherns einfach ausmachen. Und dann hattest du halt das zweimal drin. Oh, da ist er. Das war bei uns der Schulhoftrick. Aber das mit den Missinio nicht, nee. Echt, der mit den Boxen erst sehr viel später, okay. Den kannten wir schon relativ früh kannten wir den schon, ja. Aber siehst du, so geht das mit den Glitches irgendwie, wenn man noch kein Internet hat, oder was heißt, Internet gab es ja schon, aber wenn man noch nicht irgendwie, keine Ahnung, online zocken kann und alles so YouTube hochladen konnte, damals gab es ja doch gar kein YouTube zu den ersten, Pokémon-Generationen und sowas. Und wenn man dann nicht einfach mal im Internet nachschauen kann, dann verbreiten sich die Glitches halt irgendwie ein bisschen anders, ne? Aber ausprobiert habe ich den, glaube ich, nie, weil ein Bekannter der Spielstand kaputt gegangen war. Das ist mir glücklicherweise nie passiert. Ich habe den so ich habe den so oft gemacht, diesen Glitch. Aber kaputt gegangen ist bei mir ein Spielstand nie. Ne. So, Herrscher, hier, Moment, wir sollten Pokémon einmal wechseln. Stahl haben wir gesagt, war gut.
Und Wasser war gut. Und Kampf war gut. Wie ging das in Gen 3? Weil den Trick, den wir gerade gesagt haben, der ging ab Gen 3 nicht mehr, meine ich. Ey du, komm her! Hey, ist das richtig, dass der abhaut? Bleib stehen, du Feigling! Pokéball. Oh, noch ein Pokéball. Mann, ich kann es aber auch nicht lassen. Nein, wir kommen da nicht mal dran. Weil diesen Klontrick, den wir da gerade genannt haben, der ging tatsächlich in Gen 3, meine ich, gar nicht mehr. Was gab es denn in Gen 3 für einen Klontrick? Oder ging der da auch noch und ich weiß es nur nicht? Kann natürlich auch möglich sein. Bam, badadada, bam, badam. Ja, ja, ich bin am Zielort angekommen, schön und gut. Aber wo ist denn jetzt die große Scheißkrabbe hin? Ach, da. Boah, damit der nicht schon wieder abhauen kann, überraschen wir den jetzt einfach von hier oben. Wir springen den jetzt in sein Gesicht. Attacke! Okay. Wie wir das gemacht haben, ging es nicht mehr, weil du beim Boxwechsel nicht mehr speichern musstest. Okay. Deshalb wurde... Was? Deshalb wurde der, glaube ich, erst entdeckt, als Marat schon raus war. Aber was war das, was war denn das für ein Trick in Gen 3 mit dem Klon? Klippel, oh, der ist ja super schwach drauf. Uiuiui. Der haut einfach ab. Attacke! Brate ich nicht. Denn nicht. Warte, ist ja so kompliziert zu erklären? Ist ja so aufwendig? Das Herrscher-Pokémon Klibbe frisst etwas. Oh nein, das Geheimgewürz. Hallo, Peppa. Nee, wie heißt er? Peppi? Pepper, so. Marina, du hast das Herrscher-Pokémon also gefunden. Das ist also der Herrscher der Steinklippe. Der ist ja gigantisch. Was Gewürz ihn stärker gemacht hat? Gibt es Videos zu? Jetzt nicht nur die Details nicht mehr. Okay, gibt's Videos zu. Können wir gleich mal schauen. Können wir uns gleich nach dem Stream mal kurz angucken. Würde mich jetzt halt echt mal interessieren, weil ich habe keine Generation mehr gespielt als die dritte. Also die habe ich am meisten von allen gespielt. Aber diesen Trick kenne ich gar nicht. Würde mich halt echt mal interessieren. Was man dafür machen muss. Ach, das sieht gar nicht gut aus. Go, Pepper, hau ihn weg. First Kick, Alter. Und den Item-Klon aus Gen 1 musst du dir auch reinziehen gleich. Ja, können wir uns gleich nochmal angucken. Ja, ja, ja. Der bekannteste Pokémon-Glitch jemals. Okay. Wir können gleich, wenn wir hier mit Pokémon aufhören, nochmal bei YouTube nochmal kurz gucken gleich. Können wir gerne machen. Ja gut, Marvina. Tolle Arbeit. Diese Herrscher-Pokémon können einem ganz schön Angst machen. Ah, der war super easy. Wenn sie wütend werden. Bam, badam, badam, bam. Da drin gibt es bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das es eben gefressen hat. Lass uns fix nachschauen, bevor es zurückkommt. Ja, es kommt nicht zurück. Wir haben es kaputt gemacht. Bam, ba, 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 ba. Wenn es genauso läuft wie beim letzten Mal, müsste eigentlich... Oh, tatsächlich! Da ist es. Das Feengeheimgewürz. Es ist wirklich hier. Das ist ganz ohne Zweifel ein Geheimgewürz.
Ein Stängel, süßes Geheimgewürz. Neues. Süß ist immer gut. Boah, geschafft. Danke, Marvina. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Süßes Geheimgewürz ist gut für einen gesunden Magen und hilft bei der Verdauung. Activia genauso. Es wirkt hervorragend gegen Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit. Oh, ich wünschte mir manchmal, dass ich Appetitlosigkeit hätte. Wenn es davon etwas frisst. Auf geht's, Marvina. Gleich gibt's was zu futtern. Ich leg auch sofort los. Ja, neue Sandwiches. Ja, das hier so und dann das dazu. Verbrannt. Sorry, dass du warten musstest. Hier ist meine Spezialkreation. Kräftig und ganz ungeniert gewürzt. Dazu gibt's auch gleich diesen Herrscherorden als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja. Her damit. Herrscher der Steinklippe bezwungen. Agia! Boah, der frisst uns schon wieder unser Sandwich weg. Und echt jetzt? Du schon wieder? Unser süßes Koraidon. Natürlich geben wir unserem Koraidon das Sandwich. Wir sind ja nicht so. Willst du dich gerade bei mir bedanken, oder was? Sei nicht so beleidigt. Gut, dass ich diesmal ein bisschen zu viel... was? Ein bisschen zu viel gemacht habe. Aha. Das ist nämlich für dich, weil du dich so sehr für mich einsetzt, Marvina. Und ganz sicher nicht für dieses Ding. Ey, lass mein Koraidon in Ruhe. Ich glaube, bei dir kommen sie. Die Reittechnik Sprint erlernt. Oh, cool. Oh, können wir ein bisschen schneller laufen. Schon wieder stärker geworden? Agia! Die Effekte der Geheimgewürze scheinen ja echt unglaublich zu sein. Wäre auch ein Problem, wenn nicht. Koraidon hat nur mehr Hunger. Agia! Fass das ja nicht an! Das ist nicht für dich! Der wird ja richtig böse, der. Dieser Pepper. Oh, tut mir leid. Ich wollte nicht laut werden. Bist du aber. Vielleicht sollte ich langsam mal mit der ganzen Geschichte rausrücken. Der ganzen Geschichte? Jetzt bin ich ja gespannt. Na komm, raus mit dir! Hä? Das ist mein Partner Mastifioso. Agia. Hier, das Sandwich bringt dich wieder auf die Beine. Aber mach langsam, hörst du? Und immer gut kauen. Ist es krank? Alt und krank? Vor einer Weile hat es sich schlimme Verletzungen zugezogen. Oh, verletzt. Bis heute hat es sich nicht davon erholt. Oh. Kein Trank und kein Pokémon Center hat ihm bisher helfen können. Oh. Armes. Mastifioso ist mein Ein und Alles. Ich habe mir geschworen, es zu heilen. Koste es, was es wolle. Oh. Um das anstellen zu können, habe ich im Internet und in Büchern alle möglichen Behandlungen recherchiert und ausprobiert. Aber nichts hat so richtig gewirkt. Ich war schon kurz davor aufzugeben. Doch dann habe ich von diesem Geheimgewürzen erfahren. Ich habe es im Labor meiner Mutter gefunden. Die Geheimgewürze. In Zone 0 stießen wir auf gar sonderbare Pflanzen, die einem beim Verzehr alsbald zu Kraft verhelfen. Wir nannten sie Geheimgewürze und wollten sie in Teilen Paldeas anbauen, doch Pokémon fraßen sie, ehe sie reifen konnten. Die Pokémon wurden dadurch so groß und stark, dass wir sie Herrscher nannten. Aha. Da drin stehen lauter dubiose Sachen, okkulter Kram, den niemand glauben würde. Aber ich glaube, dass darin die Wahrheit steht. Diesem Buch zufolge soll man von jeglichen Verletzungen und Krankheiten geheilt werden, wenn man alle 5 Geheimgewürze zu sich nimmt. Und als ich Mastifioso letztes Mal etwas von dem Gewürz gegeben habe und seine eiskalten Pfoten ein bisschen wärmer geworden sind seine eiskalten Pfötchen ein bisschen wärmer geworden, okay. Ah, du bist fertig mit dem Essen, ja? Jetzt rastet der aus. Boah, Mastifioso, warte mal. Heißt das... Kannst du wieder was sehen? Nee. Das Geheimgewürz hat dem die Blindheit nehmen können? Sind weg, viel Spaß noch. Alles klar, ciao.
Die ganze Zeit hat es seine Augen nicht öffnen können. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wow, bin ich erleichtert. Mir fällt ein richtiger Stein vom Herzen. Hey, guck dir nur deine kleinen Augen an. Man kann kaum erkennen, ob sie geöffnet sind oder nicht, aber ich weiß es. Die Kraft der Gewürze ist der Hammer. Ich wusste es, in dem Buch steht die Wahrheit. Was machen die Katzen da schon wieder? Damit werde ich Mastifioso ganz sicher aufpäppeln können, bis es ihm wieder so gut geht wie früher. Also, jetzt weißt du also, worum es geht. Es bleiben uns noch 3 Gewürze. Zusammen wird das ein Klacks. Ich weiß ja nicht. Das Problem ist, das dauert noch ein bisschen mit den anderen Herrschern, ne? Obwohl, wo ist der letzte Herrscher, bei dem wir noch nicht waren? Das Donf, wir könnten theoretisch, wir sind ja jetzt schon einige stärker geworden, als wir das erste Mal, als wir bei Donphan waren, so stark, wie wir da waren. Ich weiß nicht, ob es vielleicht reicht, gegen das Donphan, wenn wir jetzt antreten, ich bin mir nicht sicher. Das mit dem Drachenherrscher, da sind wir lange noch nicht so weit. Da sollten wir, wenn wir über 50 sind, das erst hingehen. Aber wo ist der letzte Herrscher? Den müssen wir nochmal gleich suchen. Vielleicht könnten wir den schon machen. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Hallo Marina, hier spricht Antiqua. Koraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt noch stärker beschleunigen, während du auf ihm reitest. Drückst du auf den linken Stick, kann Koraidon nun sprinten. Wenn es während eines Sprints gegen einen Baum stößt, ist es möglich, dass ein Pokémon herabfällt und dich in einen Kampf verwickelt. Okay. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Koraidon kümmerst. Geil. Ja, easy, ne? Dann müssen wir jetzt aber trotzdem erstmal, bevor wir einfach weiterlaufen, uns das nächste Ziel setzen. Ach so. Ja, das hier ist der Stahlherrscher, ne? Stahlherrscher. Was ist denn alles? Nur Feuer ist gut gegen Stahl. Kampf ist gut gegen Stahl. Boden ist gut gegen Stahl. Wir könnten... Ich habe ja gesagt, ich würde am liebsten heute mal 2 Herrscher angehen. Wir könnten einfach die Arenen machen. Achso, Feuer-Timon, das machen wir. Ich habe ja gesagt, ich würde am liebsten heute 2 Herrscher schaffen und mal gucken, was wir sonst noch alles schaffen. Deswegen gehen wir jetzt als nächstes zu dem Stahlherrscher, weil es ist halt einfach nicer, wenn man mit Koraidon schon mehr Fähigkeiten hat, die man einsetzen kann. Dann macht das halt die ganze Sache alles ein bisschen einfacher. Oh, der kann jetzt ja wirklich nice beschleunigen. Das ist ja cool. Okay, nice. Nice, nice, nice. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie kommen wir... Ah, hier ist das... Ei, hier ist das Team Star-Versteck. Okay. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute. Das heißt,